Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen OMSI 2 Tutorial. Im letzten Video haben wir uns angeguckt, wie wir eine neue Karte erstellen, und jetzt wurde gefragt, wie wir denn einen Höhenimport und diesen Map-Import machen, sozusagen, damit wir sehen, wo wir unsere Straßen lang bauen wollen. Und dazu habe ich mir jetzt hier einfach mal Neubrandenburg als Vorlage rausgesucht. Und wir werden hier den Busbahnhof als Startpunkt nehmen. Können wir hier einmal anklicken. Und die Werte, die brauchen wir hier gleich. Deshalb können wir uns die einfach mal. Na. Ja, wir können hier einfach so die da reinklicken. Man muss halt unten auf die Werte klicken. Also, wer es noch nicht gesehen hat, ich mache es jetzt einfach nochmal so hier hin. Einfach normal hinklicken und dann nicht hier draufklicken, sondern hier unten auf die Koordinaten. Und dann können wir das hier einmal kopieren. Das sind nämlich die Werte, die wir gleich brauchen. Dann gehen wir wieder zurück in unseren Map-Editor. Und dann gehen wir hier auf Map und dann Convert to World Coordinates. Dann können wir das hier einmal einfügen. Nehmen hier das zweite weg und fügen das da ein. Und hier müssen wir halt darauf achten, wenn es jetzt im Norden ist, also oberhalb des Äquators, dann sind die Werte hier plus. Wenn wir im Süden des Äquators bauen, also Australien, Südamerika oder Afrika, dann müssen wir hier minus haben. Und wenn wir rechts von London sind, dann haben wir hier, also von Greenwich, aber ist ja egal, dann haben wir hier plus. Und wenn wir nach links gehen, also in Richtung USA, dann müssen wir minus haben. So, dann Offset, keine Ahnung, nö. Und das Ding heißt einfach Tutorial. So wie unsere Map. Und dann haben wir hier Start. Please check already exists. Ja, dann machen wir hier Tutorial Aerials. Ne, wir machen ja Tutorials. DEM. So. Start, ja, I'm sure. So. Und dann kann das können Version. Genau. So, das ist fertig. Das hat alles geklappt. Does not exist, ist mir egal. Completed. Schön. Dann haben wir das jetzt soweit fertig. Und jetzt müssen wir die Map erst einmal neu laden. Also sagen wir Save und Change und wählen dann hier wieder unser Tutorial, beziehungsweise halt Tutorial.dem müssen wir diesmal machen. Und jetzt dauert das einen kleinen Moment. Ja, und dann gehen wir hier auf diese Website, die habe ich auch unten nochmal verlinkt, ddscrusgs.gov. Und dann brauchen wir hier Eurasia, weil es in Europa liegt, Europa und Asien zusammen hier. Da klicken wir einmal drauf. Dauert einen kleinen Moment. Ich hoffe, die. Jawohl. Und dann geben wir hier STRG F und dann sagen wir N53. Wir können das hier oben auch nochmal sehen. Also 53 Nord und E013. Wir haben nämlich hier eine E013, weil es halt noch mehr geben könnte, also noch mehr gibt. Das können wir hier einmal anklicken, dann lädt das runter. Können wir es aufmachen und uns hier rauskopieren. Dann gehen wir hier in unseren OMSI 2 Ordner auf DEM Import, STRM Data, nein, SRTM, na egal. Und fügen das Ding hier ein. Das haben wir. Als nächstes müssen wir dann hier noch in den OMSI Hauptordner gehen und hier einmal runterscrollen auf options.cfg und hier nach ganz unten. Und da müssen wir hier bei Editor Link Aerial diesen Link einfügen. Den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und der sorgt dafür, dass ihr von OpenStreetMap die Kartendaten runterladen könnt. Ja, dann gehen wir hier in den Ordner Maps. Und haben ja hier unser Tutorial und Tutorial.dem.
Und ihr müsst auch noch einen Ordner Aerials anlegen. Hier wird dann nämlich ein Ordner angelegt für eure Map, wo dann die ganzen Bilder drin sind, die dort runtergeladen werden. So, und nachdem wir den Map Editor einmal neu gestartet haben, gehen wir jetzt hier auf Teil. Können hier unten bei System DEM, also hier dieses SRTM auswählen unter DEM und dann Current Tile und dann sehen wir hier, zack, hebt sich das an. Und wenn es jetzt natürlich bei euch in den Bergen ist, dann könnte es sein, dass die Kachel irgendwo nach hier weit oben verschwindet. Und das müsst ihr jetzt für jede Kachel einzeln machen. Also wir gehen hier auf diese Kachel, zack. Und jetzt sehen wir schon, wir brauchen auch diese und wir brauchen auch noch diese. Und dann haben wir das schon mal fertig. Und dann wollen wir noch das ja, Hintergrundbild laden. Und deshalb müssen wir hier auf Use Tile Aerials. Und wir sehen schon, er hat hier schon irgendwas. Kann sein, dass es bei euch ja nicht zu sehen ist. So. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, welche Kachel ist hier welche. Ich mache jetzt einfach mal hier Download. Okay. Download. Und wir sehen schon, jetzt baut er das langsam auf. Also müssen wir auf jede Kachel einzeln gehen. So. Und da haben wir jetzt hier unseren Busbahnhof. Der ist hier. Jetzt haben wir hier die richtigen Dimensionen und könnten hier anfangen, ja, unseren Bahnhof zu bauen. Also hier irgendwelche Splines zu verlegen oder was weiß ich. Und wenn ihr jetzt eine neue Kachel anfügt, das können wir auch mal machen. Dann klicken wir hier einfach nach hier draußen. Wir haben jetzt hier, nee, wir wollen jetzt hier eine Kachel hinzufügen. Und sagen wir einfach Create New Tile hier. Das dauert wieder einen kleinen Moment. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder hier einmal Run Current Tile, damit das auf die Höhe anpasst. Aber er hat schon direkt das richtige Hintergrundbild geladen. Wenn ihr eure Karte schon ein bisschen größer gemacht habt vorher, dann ja, liegen eure Straßen eh falsch. Von daher würde ich einfach sagen, wer irgendwie schon angefangen hat und da irgendwas versucht hat, ja, der sollte eh von vorne beginnen. Also nicht hier irgendwie versuchen, dann noch die Höhen zu verändern und so weiter. Das macht alles kaputt. Also die Splines sind dann hier drunter oder drüber oder sowas. Also, ja, da so viel dazu. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim selber Maps bauen. Tschüss!